Liebe Zuschauer, mein Name ist Henning Töne, Ihr AfD-Kandidat im Bundestagswahlkreis 176 Hochtaunus. Für die AfD engagiere ich mich seit 2014 und bin aktiv in Bad Homburg und hier im Hochtaunuskreis. Deutschland aber normal, das wollen wir. Wir wollen eine Politik, die sich um die Belange der Bürger kümmert. Nicht um diffuse Ideologien, die an der Lebenswirklichkeit fast aller Menschen vorbeigehen. Normal ist es, sich in unserer Umgebung heimisch zu fühlen und keine Angst um unsere Sicherheit und die unserer Familie zu haben. Normal ist die deutsche Sprache. Wir brauchen kein Gendersprech oder langatmige Diskussionen um angeblich missliebige Worte. Normal ist es, in und mit seiner Familie zu leben. Normal ist es, dass Fremde, die in Deutschland kriminell werden oder auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, das Land verlassen müssen. Normal ist es, dass die Politik in Deutschland Politik für Deutschland ist. Diese Regierung propagiert die Energiewende. Wir sollen unsere Energieversorgung in Deutschland mittelfristig auf sogenannte regenerative Energie umstellen. Über die Kosten redet niemand mit Ihnen. Wir wollen diese befohlene Energiepolitik nicht. Sie denn, liebe Wähler? Diese Regierung plant den großen Energiewurf, ist aber nicht in der Lage, in der sogenannten Corona-Krise unsere Schwachen zu schützen. Stattdessen werden alle Bürger in den Lockdown geschickt. Diese Regierung kennt seit Jahren Maßnahmen zum Hochwasserschutz, setzt diese aber nicht um. Diese Regierung betreibt seit Jahren eine ideologisierte Ausländerpolitik zum Schaden von uns Deutschen und der hier lebenden und assimilierten Menschen ausländischer Herkunft. Und denen sollen wir die Energiewende zutrauen? Nein, wir tun es nicht. Das Staatsversagen hat sich deutlich gezeigt in den Krisen der vergangenen Jahre. Wir wollen keine Deindustrialisierung in Deutschland, um mit weltweit nicht messbaren CO2-Einsparungen vorgeblich das Klima retten zu wollen. Wir wollen Natur- und Umweltschutz, der ebenso die Belange der Menschen berücksichtigt. Und dazu gehören für die Menschen und die Industrie vernünftige Energiekosten. Wir brauchen keine Entwicklungshilfe für China und Indien, wenn gleichzeitig hier in Deutschland Rentner Flaschen sammeln müssen. Die AfD steht für eine bürgerbezogene, rationale Politik. Ideologien und die Politik der Alternativlosigkeiten lehnen wir ab. Euro-Krise, Migrations- und Corona-Krise haben unser Land in den letzten Jahren getroffen und verändert. Nicht zum Guten. Der Wähler braucht eine alternative Stimme. Uns, die AfD. Wählen Sie am 26. September die AfD.